Herzlich willkommen zum Bonus für heute hier bei Grusel mit Matt Chris. Ich habe für unseren neuen Kanal entdeckt Piranha Stories. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal an, was Piranha Stories zusammengestellt hat in seiner sehr kurzen Compilation. Und ja, ich wünsche uns, ich wünsche euch, ich wünsche mir sehr viel Spaß. Ja, Piranha Stories, was haben wir da? 5 aktuelle gruselige Aufnahmen mit Kamera aufgenommen. Oh, ja, schauen wir mal rein. Piranha Stories. Erfreue uns. Welcome, my creepy friends. Welcome. Today I decided to show you 5 horror videos, since the previous one got more views than all the other Cough Horror Story videos combined. So I thought it would be a good idea to add this content to my channel, and if you want to continue this series, please subscribe and like the video. So let's get started. Yo. This shot was captured by a surveillance camera in Tokyo. In the video, we clearly see the ghost of a CCTV in Tokyo woman following the person behind. Ja, der Glitch. Das Glitch. Also die Person war die ganze Zeit schon hinter ihr. Nur weil die etwas dunkler gekleidet ist und sich vielleicht ein bisschen schneller bewegt, hat man sie nicht gesehen. Aber es sah gruselig aus, ja. Es glitscht. Die geht die ganze Zeit schon neben ihm. Die ging die ganze Zeit schon neben ihm. Man hat neben ihm schon so eine Interferenz gesehen, ne? Und, ja. What do you think about it? Is it some evil entity or just a wandering spirit? Write your opinion in the comments. Nein, nein, das ist einfach nur seine Frau. Oder Freundin, die neben ihm hergeht und dann halt nicht mehr neben ihm geht, sondern hinter ihm und dann einfach hinter ihm auch einsteigt. That's all. In the next video, we see a paranormal event taking place in a house in the neighborhood. One might suspect that there are just people. Was ist das denn für eine Nachbarschaft? Was sind das denn für geile Villen und Häuser? Wow, sieht das von oben cool aus. Behind the windows, but it is impossible for a person to disappear like the ghosts do in this video. Totally saw something right there. But it's inside now. Tapping on the window out there. Oh wow, we got what top window. Wow, wie sieht das denn aus? Das ist echt seltsam. Als wenn das in den Boden verschwinden würde wieder, ne? Und auch ist ja auch so ähnlich aufgetaucht. Das ist echt gruselig. Bottom window. Bottom window. Wow. Oh, man, it disappeared. Top window. Right. The hell is it going to zoom in on this? Oh. Bottom window. The oh, hell wow. is going on? Oh. Das ist gruselig, ne? Also das an diesem Fenster mit dem Vorhang jetzt da, an diesem beleuchteten, finde ich jetzt nicht so gruselig. Aber das an den beiden anderen Fenstern, man hat ja richtig gesehen, wie das in den Boden wieder verschwunden ist. What do you think? Were there real ghosts in this? Piranha Bytes, sage ich schon. Das ist eine Videospielgesellschaft, die Videospiele produziert. Nein, das ist Piranha Stories. Ja. Hat er auch jetzt hier gut reingeschnitten, ne? Eine eklige Face. House. The following video is truly horrifying and none of us want to experience anything like that. A man who came home from work noticed in his garage that the light was on, but that's not all. The video clearly shows how strange shadows run back and forth and boah, das Bild allein ist schon eklig, ne? So fast that it is impossible that they belong to a person. Ah, das haben wir schon mal gesehen, ja.
Es rennt da ganz schnell hin und her. Doch nicht so sicher, ob das nicht einfach nur eine Person ist, die da hin und her rennt. Also die sich da schnell bewegt hin und her. Ich weiß es nicht. Ja. Aber es ist erstaunlich, wie viele Clips wir schon hatten mit Häusern, die von außen aufgenommen worden sind und denen halt in Fenstern irgendwelche Schatten waren und die hin und her rennen, einfach erscheinen und so weiter. Und jetzt auch hier, ne? Ja. Ist halt möglich, dass sich dann diese Schattenwesen auch zeigen, wenn keiner im Haus ist. Und sich halt auch sicher fühlen und denken, sie werden halt nicht gesehen, ne? Jetzt guckt das auch noch raus, oder was? Perhaps the best solution at such a time. Er hat aber auch gute Schnitte drin, ne? Seine Fratz, die er dann immer einblendet. Unser lieber Piranha Stories. Is to simply run away from home. Although the character in a horror movie would run straight inside. Oh Noah, das kennen wir schon. Nicht. Das ist eklig, das ist richtig eklig. Es ist schon ein bisschen länger her, deswegen lasse ich es mal einfach laufen. Achte drauf, achte drauf. Ich habe mich da damals so vor erschreckt und es ist jetzt schon wieder total widerlich. Although this video looked the most horrifying, ah, bitte, 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 diese Visage. I still have the least faith in its reality. Sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Gruselig. And in the last video for today, ja, we see a young girl trying to make a supposedly entertaining video for TikTok when she notices something creepy and unexplainable behind her. Oh no. Oh mein Gott, da oben! Und auf der Treppe! Auf der Treppe, da oben! The Grudge. Did you see it? I'm not sure what this creature is, but I don't. Es ist einfach nur ein Kopf mit den langen schwarzen Haaren. Oder ein Wischmopp. Think it's a good. Genau das ist es. Und diese Effekte, Piranha-Stories, ja? Ein guter Eindruck fürs erste Mal hier bei uns. Ja, genau das ist es, ja. Ein Yokai. Ich finde es gar nicht so gruselig. Also, don't forget to subscribe. Ja, sehr guter Bonus. Wow, das war ja nicht schlecht, ne? Kurz, knackig, zwei bekannte Clips, aber. Gut, mir hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Unten in der Beschreibung findet ihr wie immer alle Links zu der Compilation von Piranha Stories und auch zum Kanal. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen zur regulären Folge wieder. Ich empfehle mich. Haltet die Ohren steif. Bis morgen. Adios.